Moin Leute oder guten Abend, je nachdem wann ihr hier zuschaut. Und herzlich willkommen zu einem neuen Splitfest. Zu einem leckeren Splitfest. Ja, das Thema heute ist, was würde man jeden Tag essen? Und ja, die Antwortmöglichkeiten, die halten sich ein bisschen in Grenzen, finde ich. Also man hätte Besseres wählen können. Also, die Auswahlmöglichkeiten wären Brot, Reis oder Pasta. Ich habe Brot genommen, weil, ja, Brot esse ich sowieso jeden Tag. Würde ich Pasta oder Reis jeden Tag essen, würde ich irgendwann kotzen. Also, nicht, dass ich was gegen die gerichtet habe, aber... ja... Reis schmeckt, ohne dass man irgendwas hinzufügt, nach gar nichts. Wie gesagt, Pasta würde mir spätestens, wenn ich einen Monat das am Stück fressen würde, irgendwann zum Hals raushängen. Deswegen Team Brot, weil bei Brot kann man wenigstens auch kreativ sein, was das Essen angeht. Also den Belag. Klar, bei Reis kann man auch ein bisschen kreativ sein, genauso bei Pasta, aber Brot isst man so oder so schon jeden Tag. Außer ihr seid natürlich die Müsli-Fanatiker und nicht die Brot-Fanatiker. Dann entschuldige ich mich. Auf jeden Fall, wir sind bereits fürs Splatfest. Ich weiß, dass ich heute keinen Call habe. Das heißt, ich muss später weniger schneiden. So, jedenfalls, wir sind bereit. Erste Runde des Tages. Ich bin ready. Dark, ich mache hier schon, danke. Schön, dass du immer dahin rennst, wo ich färbe. Arsch, Kackbombe. Erste Runde fängt gut an. Bei der Camp, bei der Map, da campt immer einer da oben, ne? Ich mag diese Map deswegen schon mittlerweile nie mehr. So was direkt zu Anfang, direkt zu, wieder mit einem Camper da oben. Ich habe den Typen vor meiner Nase nicht gesehen. Auch gut. Wozu steht hier das Springbogen-Ding? Direkt am Anfang, das ist doch komplett useless. Das müsste eigentlich ein Victory sein.
Aber ich hasse es trotzdem, wenn da oben einer nur am Campen ist. Also klar, gegen Ende habe ich auch da oben gegammelt. Aber nicht so hart wie der mit der Splatling. Der war ja fast durchgehend da oben. Haben wir dieselben Gegner nochmal bekommen? Weil der eine Gegner gerade eben hieß auch Pilzkuh. Dark, du siehst, wo ich lang färbe, oder? Ja, gegen den da oben mit das Splatling kann ich nichts machen. Der campt da schon direkt von Anfang an. Warum sind andere, wenn sie den scheiß Hammer haben, geschützt und ich nicht? Also wenn ich jemanden abschieße, der so einen scheiß Hammer hat, ne? Ist ein hoffnungsloses Unterfangen. Tja, meine Tretminen haben ihn mitgenommen. Bei uns einer in der Base. Ich habe halt schlechte Karten, wenn sie in die Nähe kommen, ne? Man läuft gut bisher. Ich summe mir die Flosse, aber die Randoms reichen sich wenigstens die Flosse. Wir haben eine Kiwi. Zitrusfrucht, die ich überhaupt nicht ab kann. Die alle auf der einen Seite?
Aua. Da oben. Ah, scheiße, da war ja Wasser. Falsche Richtung, gedodged. Ach ja, gute Zeit. Ich gehe jetzt auf die Seite. Ich bin einfach zwei mit einer Splatling auf der Seite gewesen. Aber ich weiß überhaupt nicht, was du meinst mit dem Apfel, mit dem Wurm. Läuft doch gut. Reich mir die Flosse. Her damit. Wie gesagt, bei Zuschauern, wenn ich frage. Also, da kann ich dir kein Versprechen geben. Also das Thema verschiedene Sichten angeht, da habe ich mich beispielsweise eigentlich auch so im Vorfeld wegen gestern Goose Goose gefreut. So, ja, vielleicht kann ich mir auch die Runden aus der Sicht der anderen ansehen. Weil das tue ich bei Goose Goose etc. sehr, sehr gern. Und dann war ich extrem enttäuscht, als ich dann im Nachhinein, wieso ist der ins Wasser gesprungen, gesehen hatte, dass nur ein einziger von neun Leuten neben mir gestreamt hat, und da war ich dann komplett enttäuscht irgendwo, weil ich hätte das schon gerne aus der Sicht der anderen gesehen. Ich wollte gerade fragen, wieso lebe ich eigentlich noch? Ich stehe da komplett im Kreuzfeuer. Drei Leute schaffen es nicht, mich zu treffen. Den habe ich.
Hatte keine Tinte mehr. Wie sage ich so schön, Emil? Wenigstens werden die Runden kurz, beziehungsweise mein Video kurz, wenn die Runden nicht gut laufen. Immer positiv sehen, ne? Ich freue mich halt, wenn die Videos kürzer sind, weil dann auch das Rennen und so weiter. Ich habe mal perfekt getroffen. Dann wesentlich weniger lang dauert. Und ich mich dann auch mehr anderen Sachen widmen kann. Die Runde sieht eigentlich ganz gut aus. So, Dark, fass meine Hand an. Stellt sich sogar meterweit von mir weg, nur damit du meine Hand nicht anfasst. Ich glaube, ich packe mal den Community-Text lieber oben rechts in die Ecke. Ich glaube, da sieht man den wesentlich besser. Zumindest bei dem Spiel. Hilfe, Boje. Nieselregen. Oh Scheiße, ich bin ins Wasser gesprintet. Den habe ich. Die Klecksbombe nicht gesehen. Aua. Ist, die einfach zwei Kugeln dahin geworfen haben. Die Kranken. Den habe ich. Ich habe den Camper. War ein Victory. Beziehungsweise müsste eigentlich einer sein. Das da links erinnert mich an einen gebrochenen Arm. Ich weiß nicht wieso. Also der grüne Fleck da links in unserer Base.
So. Base ist schon mal ein bisschen anständig gefärbt. Das war eigene Dummheit. So muss die Sprungbojen ja auch mal irgendwie nutzen. Tag, ich verrate dich. Ich hab dir geholfen. Nein! Ich wollte gerade sagen, nutze die Sprungbojen doch ruhig. Stell die schon extra so mega safe auf. Autsch. Der Wandschwamm hat mich mit nur einer einzigen Kugel gekillt. So viel Schaden hatte ich doch gar nicht. Ein Bild von Van Gogh. Nimm deine Foto aus meinem Gesicht. Jetzt, okay, jetzt ist Start nicht mehr da, jetzt spiele ich ernst und dann gewinnen wir die Runde. Jetzt ist Start nicht mehr da, jetzt gewinnen wir. Ich weiß, wie das klingt. Aber wie witzig bin. Vor allem nach der Aussage. Der scheiß Spender, ne? Der steht so im Weg. Warum sind wir jetzt... ihr seid einfach nur da oben gerade. Ich dachte gerade, einer von euch wäre hier rübergekommen und lässt den anderen da alleine. Ich hab getroffen, ich hab's gehört.
Hä? Ich war nicht mal mehr in der Reichweite davon. Das hat keinen Sinn gemacht. Ich war trotzdem eigentlich nicht mehr in der Reichweite von dem Ding. Oder zumindest nicht in der Reichweite, dass es mich insta-killen konnte. Komm, stark raus, gewinnen wir. Tag, es ist nicht so gemeint. Es ist doch nicht so gemeint, Tag. Der Dynamo-Roller. Okay, da gesetze ich nach rechts, weil er sauer auf mich ist und nicht links bei mir. Er gesetzt sich nach links, weil er nicht rechts bei mir sein will. So, jetzt ist der Satz richtig. Was hast du hier oben zu suchen? Der ist ja richtig hart einfach nur durchgerusht. Ich dachte, ich kann weit genug hüpfen. Warum wäre ich jetzt eigentlich gerade allein mal wieder gewesen auf einer Seite? Was soll das? Warten noch gerade da oben. Ich habe beide vernichtet. Immer so, ich kann easy peasy da hoch schießen. Also der mit den Samples vertan hat, der war ja mal richtig schlecht. Der wollte ja wirklich offenbar einfach nur durchspeeden.
glaube, das habe ich schon oft genug gesagt. So, diese Pusher-Taktik ist das Dümmste, was man machen kann. Einfach nur auf Durchpushen die ganze Zeit getrimmt zu sein. Jetzt fass meine Hand an! Noch immer muss ich hier oben alles alleine machen. Keine Sorge, Doc, ich bin bei dir. So ein Hardcore-Camper. Every day I'm camping. Scheiß Camper! Kannst du noch was anderes als da oben zu campen? Danke, Dark. Warum der mit dem Platscher nicht zu uns kommt, der die besten Chancen gegen ihn hat, da fragen wir mal nicht, ne? Ich konnte zumindest noch einen Feuerkracher werfen. Aber was für ein scheiß Ultra-Camper. Also der hat sich ja gar nicht vom Fleck bewegt. Okay, ich lege mal den Controller beiseite. Machen wir das, der Kamera in die Kamera startet. Okay, Leute. Für heute soll es das jetzt an der Stelle gewesen sein. An der Stelle hoffe ich einfach, dass jeder Spaß beim Zusehen hatte. YouTube, euch sehe ich nach dem Zwischenergebnis wieder. Bei euch sage ich einfach mal bis gleich. Die richtige Antwort kommt erst nach dem allerletzten Ergebnis für euch. Deswegen, YouTube, bis gleich nach dem Zwischenergebnis.
Hallihallo, ne? Und herzlich willkommen zu einem weiteren Splatfest-Streamtag. Ja, zu den drei Farbmatches heute voraussichtlich. Heute mal ausnahmsweise gegen Mittag und nicht gegen abends. Gründe dafür habe ich Twitch zumindest gestern schon genannt. Und auch auf dem Community Discord. Ja, momentan sieht es sehr schlecht für Team Brot aus. Das braucht uns ja trotzdem eigentlich nicht weiter stören, weil. Ganz ehrlich, jeden das Seine, was Essen angeht. Und ja, wir wollten jetzt eigentlich sofort mit den drei Matches loslegen. Keine Ahnung, ob ich jetzt alleine oder hier mit Kollegen hier sitze. Ich mache die Lobby hier sicherheitshalber nochmal neu auf und sende die Einladung. Ja, momentan nur Ruf, wenn du willst, kannst du mit mir heute die drei Farbmatches machen. Dark hat gestern schon gesagt, dass er heute wahrscheinlich nicht dabei ist. So, erste Runde des Abends. Wir sind die Verteidiger, Ruf. Komm, mit Dark verkacke ich, aber mit dir gewinne ich jetzt heute. Ich spüre es. Denkt Dark wieder wahrscheinlich persönlicher Angriff, wenn er es mitbekommen hätte. Zumindest käme es ihm so vor. Ah, das ist eine recht interessante Map für Dreifarbkämpfe. Da haben es die Angreifer sehr schwer. Achtung, Mitte! Ruf hinter dir! Ruf, was sagtest du denn? Leute, ihr müsst die schon aufhalten. Wieso habe ich den nicht getroffen? Ich stand in dem drin. Das ist eine Nahkampfwaffe. Da will ich jetzt Beschwerde einreichen. Ich konnte ihn zwar mit den Nahkampfangriffen ausschalten, aber das hilft auch nichts, wenn der das Ding dann schon hoch hat und im Hintergrund und beschützt wird. Da konnte ich wenig machen. Ach ja, es gibt ja noch die Feuerkracher. Ich vergesse die durchgehend, dass es die gibt. Im Übrigen, was so Splatoon angeht, da habe ich ein bisschen nachgedacht. Wie sehr ich das jetzt noch weitermachen möchte. Und da habe ich beschlossen, dass ich spätestens nach diesem 3-Tage-Festival dann wahrscheinlich mit Splatoon 3, zumindest was Splatfeste angeht, Feierabend mache. Also dass ich dann bei den Splatfesten nicht mehr mitmache. Also spätestens nach diesem Grand Festival. Das wollte ich mal angemerkt haben. Das werde ich aber wahrscheinlich beim Grand Fest hier nochmal sagen. Unglaublich, dass wir noch gewonnen haben. Hätte ich jetzt nicht gedacht.
Aus dem einfachen Grund, warum auch die normalen Community-Streams zu Splatoon aufgehört hatten, einfach weil so langsam aber sicher die Luft raus ist aus dem Spiel. Mir macht das Spiel halt nicht mehr so viel Fun wie am Anfang. Und so interessant sind die Splatfest-Themen jetzt mittlerweile auch nicht mehr. Also ich meine, wir kämpfen hier für Brot. Nicht, dass ich was gegen Brot habe. Man will es ja nur anmerken. Also, ja. Wahrscheinlich spätestens nach dem Grandfest wird es wahrscheinlich keine Community-Streams mehr zu Splatoon geben. Zumindest zu Splatoon 3 nicht. Vielleicht zu den neuen Saisons nochmal, aber bei den Splatfesten mache ich dann wahrscheinlich nicht mehr mit. Weil, wie gesagt, dann einfach die Luft raus ist mittlerweile. Man sollte sich nicht zu sehr auf die Signale versteifen. Deswegen sind Dark und ich auch oftmals bei Maps dann einfach komplett weg von dem Signal gegangen und haben dann einfach woanders gefärbt. Da die eh sich nur um die Mitte gekümmert haben und haben dann einfach 20% geholt und dadurch gewonnen. Weil wir dann einfach einen Dreck auf das Signal gegeben haben. Natürlich sollte man trotz allem versuchen, das ein bisschen einzunehmen, aber einfach nicht drauf versteifen. Das ist ein ganz großer Fehler. Daneben. Ich versteife mich hier jetzt, glaube ich, mal ein bisschen auf Team Weiß. Nein. Oh, direkt zwei. Nein. Ich habe drei hintereinander vernichtet. Auch gut. Weißt du, so eine Sniper interessiert einen mit einem Ploviator relativ wenig. Na gut, außer es ist eine Elite. Die Elite ist die krasseste Sniper. Das ist natürlich eine Ausnahme. Ich dachte, der hätte den Klecks-Konzentrator. Ich war gerade tot. Ey, solange der sich mit dem Schild beschäftigt, nimmt der nichts ein, ne? Ja, einfach bei Grün jetzt färben. Scheiß auf den einen Typen, der vor mir steht, einfach bei Grün färben. Dass sie keine Punkte haben. Bei die waren gerade vorne. Sieht man es, Soemi-Signal war eingesammelt, trotzdem gewonnen. Man sollte sich echt nicht zu sehr drauf versteifen. Die Soemi-Signale sind nicht gleich, ich habe gewonnen. Das ist genauso wie mit Shellshock mit der Atome, wo jeder denkt, ich habe einen Nuke, ich habe jetzt gewonnen. Absoluter Quatsch. Die Prozente, die man einnimmt,
Die sind das Wichtige. Wenn du merkst, okay, die versteifen sich jetzt alle da oben auf das Surimi-Signal, geh einfach irgendwo färben, dass die weniger Punkte haben. Weil da oben, da ist nicht viel zum Einnehmen. Warum bin ich immer Verteidiger? Ich finde Verteidiger langweilig. Also klar, Verteidiger ist leichter als Angreifer. Du hast ja als Angreifer wesentlich schlechtere Karten, definitiv. Das war eine angreiferfeindliche Map. Ich finde es übrigens schön, dass wir eben auf der gleichen Seite spawnen im Gruff. Im Übrigen, wenn ihr euch fragt, wie ist denn der Stream jetzt geplant, eine Stunde ungefähr drei Farbmatches, außer sie laufen schlecht, dann vielleicht drei Viertelstunde. Scheiße, ich habe keine Tinte mehr. Und dann noch eine Stunde normale Kämpfe. Da unten sind zwei. Von links. Der Bassproviator ist echt gut, ne? Auch wenn der Schild so gut wie gar nicht hält, du kannst mit dem echt gut einnehmen. Vor allem den kannst du auch echt gut mit dem hinrichten, weil der echt gut Schaden macht. Wir müssen Weiß mal ein bisschen mehr stören. Ah, dass der überlebt hat. Wie gesagt, wir müssen bei Weiß mal ein bisschen stören. Scheiß auf das Surimi-Ding. Das war knapp. Gut, dass ich noch zu Weiß hingerannt bin, um dort mitzuhelfen. Ganz ehrlich, wäre ich jetzt zu Grün gerannt statt zu Weiß, dann hätten wir verloren. Ich weiß nicht, ob du schon bei Weiß warst, aber das hat auf jeden Fall den Unterschied gemacht. Ich kann halt leider nicht aufpassen, wo wer sitzt, ne? Einmal kurz eine neue Lobby, weil ich muss Ticket erneuern. Auch wenn das eigentlich mittlerweile eh egal ist. Aber da hat man es auch schon wieder gesehen, ne? Vom Surimi-Signal weg, einfach schnell zu Weiß rennen, hat einen wesentlich größeren Unterschied gemacht, als einfach das Surimi-Ding zu verteidigen. So, Gruff. Die Tintenfische holen wir uns.
Okay, ich bin ready. Bereit, wenn du es bist. Okay, sammle auf, ich beschütze dich. Sagte ich und der hat sich um ihn drum. Ich habe mich sogar extra in den Weg gestellt mit dem Schild. Also mit dem Schild vom Bass-Proviator. Ich habe versucht, dich zu beschützen. Ich gucke erstmal, dass ich mein Ultra-Schild aufgeladen kriege. Von hinten, komm, von hinten! Da hatte sich einer unten rumgeschlichen. Da hat einer hingekotzt. Alles grün. Hä? Stand doch. Das ist auch so ein Grund, warum ich auch mittlerweile kaum noch Bock auf Splatoon habe, weil die Hitboxen auch teilweise keinen Sinn ergeben. Und das einen irgendwo abnervt. Okay, bin bereit. Ja, ich konnte es noch abholen. Okay, wir haben auch eins. Wir haben zumindest einen Beschützer. Sollte ein Victory sein. Ja. Jawohl, als Angreifer gewonnen. Und neues Emote. Erst will mir da die Flosse reichen, jetzt willst du auch nicht, Grof. Grof, reich doch die Flosse rüber für Wiesbaum. Ist eine Bereicherung für dein Leben. Vertraue mir. Dann legen wir mal los. Ab jetzt die normalen Runden. Weiß nicht, ob das eine Win-Runde wird, also für YouTube sichtbar ist, aber so erwähne ich es einfach nur an der Stelle. Sogar die neueste Map. Das ist eine Map, wo du richtig gut mit dem Splatana einen flankieren kannst. Weil es hier sehr viele Orte gibt. Alter, der hatte gerade ultra geleckt, der Typ. Der hat sich einfach geportet. Der hat richtig geleckt. Achtung auf dem, Doppler, der leckt extremst. Ah, schade, hab ich nicht erwischt. Ja,
Alter, wie ich einfach gerade so extremes Problem hatte, den zu... Alter, der fliegt! Und so leckt der! Junge! Wie extrem kann man laggen? Der hat bei mir gerade einen Flug gemacht. Der hat mich mit einem Torpedo hingerichtet. Mit einem Torpedo. Ich glaube, dass das eine Win-Runde sein könnte. Nicht zu voreilig denken, aber es sieht bisher sehr, sehr gut aus. Ja komm, wir gammeln halt wirklich sogar schon in deren Base, ne? Also... Okay, diese Runde will ich aber auch auf YouTube nicht lassen, weil es sind mittlerweile nur noch zwei Leute drin, der Rest ist auf dem Buckel left, weil sie keine Chance mehr sahen. Der eine definitiv, weil sein Internet gespackt hat, weil der hat ja wirklich so extrem geleckt, dass es schon nicht mehr feierlich war. Es ist eine Win-Runde, aber keine, auf die man stolz sein kann. Obwohl, wir haben sie eigentlich auch, bevor einer geleftet ist, dominiert. Ich überlege gerade, ob ich die später auf YouTube drin lasse. Weil eigentlich fühlt es sich nicht richtig an, aber die sind ja erst gegen Ende rausgegangen. Also... Ja, da ist die Überlegung halt, ne? Das muss Zukunftsscheining entscheiden. Nicht ich. Zukunftsscheinung und ich sind ja nur ein und dieselbe Person. Oh nee, die Map. Die mag ich gar nicht. Das ist so eine Map, wo man bei Dreifach wirklich sagen kann, ey, ich scheiße jetzt auf das Solimi-Ding durchgehend. Da kannst du wirklich kompletten Dreck auf das Ding geben. Da ist das unten mehr wert als das, was du mit dem Solimi-Ding einsammeln könntest. Und da sie meistens sich dann sowieso nur da oben drauf konzentrieren, kannst du so extrem Punkte abstauben. Weil wie gesagt, das da unten ist 10-mal mehr wert, als das, was du mit den Soemi-Dingern dann einsammeln würdest. Keine Ahnung, ob da einer war, ich wollte das Ding nur einsetzen. Alter, wir dominieren ja schon wieder. Guck mal, wenn Dark nicht dabei ist, dann läuft. Ihm nicht sagen, dass ich das gesagt habe. Sonst fühlt er sich wieder angegriffen. Ein Winkelmarker, ne? Ich hoffe, dass wir, wenn der bei Splatoon 4 auch dabei ist, dass er zumindest gebufft wird. Dass der zumindest beispielsweise wieder die Sepitox-Bombe macht, das meine ich. Wenn du da im Nachhinein noch durchläufst, dass du dann trotzdem Schaden kriegst. Weil ansonsten ist das Ding nämlich echt Müll. Ihr seid nicht die Einzige, die diese Dinger haben. Okay, ich baue mal bei ihm, der ist gerade eh allein.
Ah, die räumen jetzt gerade noch mal auf. Gegen Ende setzen die sich gerade gut durch. Vielleicht nicht unbeschwert in der Gegnerbase rumgammeln. Wäre so ein Tipp. Also gerade wenn man in der Gegnerbase ist, sollte man vielleicht ein bisschen Vorsicht walten lassen. Du weißt eigentlich dadurch schon, dass du verloren hast, wenn der Gegner in deiner Base ist. Wenn der Gegner in deiner Base am Färben ist gegen Ende, dann weißt du eigentlich, dass du verloren hast. Komm, Foto rüber. Mit dir selber machst du fies, aber mit mir nicht. Ich habe gerade den Wind, die Tasse so hart gespammt, wie ich konnte. Der hat bei mir auch gerade wieder ein bisschen geleckt, dass ich ihn kaum sehen konnte. Danke. Danke, dass du mich gerichtet hast. Habe ich den da oben nicht. Gruft da oben. Da müsstest du eigentlich so einen Sprinkler draufpacken auf dieses Bewegeteil. Die sind da immer richtig strong drauf. Ruf, ich komme mal zu dir. Los, Gruff! Ein Bild von Van Gogh. Der Triestringer war der mit den Tretminen. Bei dem Map will ich eigentlich keine Tretminen haben. Ja, dann nehme ich halt die Airbrush, auch wenn ich sie eigentlich nicht so sehr nutzen will. Ich will den Sprinkler dabei haben und das ist die einzige Waffe außer dem Espas, der sich auf der Map eventuell lohnt. Da
hier sieht man das ja allein, wie schnell diese Waffe fährt und vor allen Dingen, wie schnell diese Leiste voll ist. Einfach gerade, weil die so schnell fährt. Deswegen siehst du auch häufig hier Airbrush-Teams. Ja, die vergammelte passt da schon wieder. Kannst du damit genauso schnell färben wie mit einem Roller? Und der Verbrauch ist halt auch so gering. Ich werde mal so weit in eure Richtung wie irgend möglich. Und geh weiter färben. Ich bin so froh, dass es keine Airbrush-Platscher gibt, ne? Ein Dual-Airbrush meine ich. Gäbe es ein Dual-Airbrush, dann würde ich das Spiel quitten. Schön, dass ihr auch noch extra reingerannt kommt. Sag doch, die Airbrush ist OP, wenn du im Nahkampf bist. Du hast im Nahkampf gegen die keine Chance. Das ist Tatsache. Deswegen nutze ich die nicht sonderlich gern. Also klar, hier wurde ich jetzt vernichtet, aber da standen noch mehrere. Aber trotzdem, ich habe gerade eben mal alleine, obwohl ich nicht sonderlich gut bin, ich gebe zu, dass ich nicht sonderlich gut bin, alleine drei Leute ausgeschaltet. Das innerhalb von Rekordzeit. Ich bleib dabei. Ich finde die Airbrush, vor allem die goldene, ist einfach nur utterly broken. Also wenn du zwei im Team hast, die mit einer Airbrush umgehen können. Ja, dann GG. Deswegen siehst du ja auch die Airbrush off. Einfach weil die Meta ist. Weil die so extrem heftig ist. Ja, hast halt kaum was entgegenzusetzen. Und damit meine ich auch die andere. Es ist egal, welche von beiden du nimmst. Die färben beide so extrem schnell und bringen einen so schnell auch um. Nachteil ist wirklich nur die Reichweite. Die hat nur als Unterschied Sprudelbombe und Haihammer. Auf der Map ist halt gerade Sprinkler besser. Weil du das einfach diese Bewegedinger packen kannst. Ich finde die Sprudelbombe ehrlich gesagt auch generell nicht sonderlich gut. Klar, die kann einem hinterhelfen, aber... Bis du die fertig aufgeladen hast, dass die wirklich reinhaut. In der Zeit hat man nicht umgebracht. Ich weiß, dass die minimal schneller lädt, wenn man hüpft. Aber ganz ehrlich, der Unterschied ist kaum wert, angesprochen zu werden.
Ich wechsle gleich, glaube ich, auch wieder die Waffe. Wenn ich jetzt irgendwie damit getroffen hätte, dann hätte ich mich schlapp gelacht, ne? Weil ich hier einfach nur random reingeworfen hatte. Jawohl, ich hab's von hier unten geschafft, das drauf zu werfen. Uff, von unten. Ja, das mit den Waren macht nur Sinn eigentlich, wenn du mich auch durchgehend hören kannst und nicht diesen Delay hast. Das ist ja gar viel zu bluten, das Ding. Zumindest im Nahkampf. Gegen das Splatling sieht man tatsächlich recht relativ alt aus mit der. Ja, aber weil man nicht in die Nähe kommt, bevor man mit der Splatling niedergerasselt wird. Aber auch wirklich nur so Distanzwaffen wie Splatling oder Konzentrator haben einen Vorteil gegen der Erbasch gegenüber. Und beide erwischt. Konnten halt nicht zu uns hin, ne? Ja, das sollten wir eigentlich gewonnen haben. Ich wechsle jetzt auf jeden Fall wieder die Waffe. Also, wenn selbst eine Lusche wie ich mit der Erbasch halt komplett reinhaut, das zeigt das halt eigentlich. Ich weiß, dass ich nicht sonderlich gut bin. Ich habe einfach nur Spaß. Ja, den Einspringer, den habe ich ja gut geworfen. Ein Fernblaster. Boah, ich bin morgen definitiv neuer Controller. Definitiv. Der macht eine solche Macken. Lauf doch nicht weg! Ich will doch nur spielen! Thank you.
Wer weiß, vielleicht habe ich ja bis Splatoon 4 dann auch wieder mehr Kollegen, mit denen ich das dann gemeinsam machen kann. Also, klar, ich unterhalte mich natürlich gern mit dir, Dark, ne? War halt dann wirklich so Mitstreamer, meine ich dann. Ich habe das ja jetzt auch auf dem Discord relativ offen jetzt ja angeschrieben, dass jetzt Shellshock sich jetzt um einen verschoben hat nach vorne, weil ich ja an dem einen Event teilnehmen wollte, um mal mehr Kollegen zu finden. Dass ich zu unfähig zum Treffen bin. Dark, ich verrate dich. Links von dir ist einer. Die letzten Runden laufen ja gut. %, sag ich doch. Laufen doch richtig gut. Dachte dir, ich meine das sarkastisch? Er stellt sich schon wieder ewig weit weg von mir. Ach, aber den Random, die gibst du die Foto. Okay. Ich verstehe schon. Meine Hand riecht dir nicht gut genug, deswegen willst du die nie anfassen. Aber Hauptsache, die von dem Blend, die fasst du sofort an. Ich verstehe schon. Ich nehme das irgendwo dann persönlich. Ich verstehe schon. Ja gut, ne? Das war auf jeden Fall die letzte Runde von diesem Stream. Haben zumindest noch den Ultimativen geholt. Das sagt ja schon, dass es irgendwo gut lief. Den Controller lege ich beiseite. Mache aber noch, dass der Charakter in die Kamera startet. So. Besser wird's nicht. Ja, war doch ein relativ erfolgreiches Splatfest. An der Stelle will nochmal erwähnt sein, das nächste Splatfest wird definitiv auch das letzte sein, an dem ich teilnehmen werde, nämlich das Grand Festival. Das wird ein Splatfest sein, das über 3 Tage läuft. Das wird dann wahrscheinlich auch erst 2 Wochen später auf YouTube erscheinen, weil ich mich durch 3 Streams dann quälen muss. Das dann aber dementsprechend dann länger ist und wahrscheinlich allein einen Tag einnimmt. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr Spaß an dem heutigen Stream hatte. Dark war jetzt gegen Ende auch nochmal dabei. Bin auch nur im Chat. Aber man freut sich ja trotzdem. Ich bin ja auch enttäuscht, dass du mir nicht die Foto gegeben hast. Das hat noch ein Nachspiel. Auf jeden Fall. Den YouTube-Zuschauern sage ich einfach, wir sehen uns nach dem Endergebnis wieder. Da rede ich dann nochmal ordentlich mit euch. Aber bis dahin sage ich euch schon mal Ciao an der Stelle.
Na gut, Leute, ne? Das war das Splatfest hier mit Reis, Brot und Pasta. Ich hoffe, ihr seid alle zufrieden, ihr Reisfresser. Nein, jeder soll das essen, was er am leckersten findet. Soll niemandem da was vorgesetzt werden, was er nicht essen will. Ich bin froh, dass wir wenigstens am Ende nicht komplett ohne Punkte rausgingen, sondern zumindest so zumindest zwei halbe Victories noch mal am Ende gehabt haben. Wenigstens da irgendwo ein kleiner Erfolg. Wäre halt traurig gewesen, mit 0 Punkten am Ende rauszugehen. Wie hart Reis einfach gewonnen hat. Krass. GG an der Stelle. Nochmal an der Stelle will ich dann erwähnen. Das nächste Splatfest ist nach wie vor das letzte Splatfest, an dem ich teilnehme. Und das ist das Grand Festival. Für die, die nicht wissen, was das Grand Festival ist, das ist ein Festival, das sich dann auf alle drei Splatoons bezieht. Das ist dann das Thema Zukunft, Vergangenheit oder Gegenwart. Und da geht es dann einfach nur um die drei Splatcast-Kameraden hier. Also die aus Splatoon 1, 2 und 3. Und das läuft dann sogar über 3 Tage und nicht über 2. Was für mich natürlich deutlich mehr zum Schneiden ist. Ich habe zu diesem Zeitpunkt auch keine Ahnung, wie lang das Video an der Stelle eigentlich ist, weil ich habe hier noch nicht geschnitten. Aber auf jeden Fall, ne? Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Splatfest. Das nächste Splatfest ist erst im September. Das wurde nämlich schon lange vorher angekündigt. Ich kriege das dann da wahrscheinlich nicht eine, sondern 2 Wochen dann später, weil, wie gesagt, ich mich dann durch 3 Streams quälen muss. Aber es ist ja nicht weiter schlimm. Der Spaß, der wird ja trotzdem nicht auf der Strecke liegen bleiben. Auf jeden Fall, Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen auf YouTube, ein Follow auf Twitch, weil da lief der Stream ja zuerst. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dann sage ich mal ciao und bis dann.